zum Anlass von seinem 70. Geburtstag würdigt das Forum Würth den Weg von Lambert Maria Wintersberger mit einer umfangreichen Ausstellung mit dem Titel «Mythen». Lambert Maria Wintersberger im Forum Würth in Arlesheim. Spritzenhäusli hat zurzeit wieder eine wundervolle Ausstellung, eine, die sich wirklich lohnt, um zu schauen. Claudia, was habt ihr euch ausgedacht? Also, das Thema ist ja Menschen. Das sieht man auch, wenn man hier ankommt, muss man halt kommen. Es ist der Stefan Hübscher, der Frauenskulpturen macht, aus Holz. Und Vlasta Martinek, der Menschen hauptsächlich malt. In Bewegung, dynamisch, super gut. Vlasta Martinek, deine Bilder stehen für Lebendigkeit, Menschlichkeit, Bewegung, Ausdruck und Lebenskraft. Aber ein wichtiger Faktor ist bei deiner Malerei auch die Zeit. Es geht nicht einfach innerhalb von 2 Tagen, dass so ein Bild fertig ist. Ja, das sicher nicht, nein. Aber es gibt Bilder, wo man sagt, Technik à la prima. Das heißt, ich fange an und ich mache das ganze Bild fertig in einem Zug. Aber du bist auch wieder über deine Bilder nochmal drüber gegangen, hast sie wieder vorgenommen? Es gibt viele Bilder, wo ich immer darüber male und dann liegen lasse und wieder zurückkomme, bis das Ganze stimmt für mich. Ganz eine spezielle Art von Skulpturen machst du, Stefan. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja mit einer Motorsäge gemacht, da fliegen Fetzen. Ja, natürlich, also das ist ja so. Ich finde, je lauter, also die Motorsäge, je lauter und je besser sie hält, desto toller finde ich aus einem Stamm. Also in diesem Fall ist es Tannenholz, Frauen zu sagen. Wieso denn Frauen? Ja, das ist doch einfach das Schönste, was es gibt. Meinte ich. Ich meine, als Mann ein Mann sagen, der ist sowieso besetzt von Michelangelo oder David in Florenz. Auch bei dir spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Also es ist nicht so, dass du da ganz langsam dran gehst, rumschnäppeln. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Ich finde, also je schneller, das tönt so doof, aber effektiv, wenn es aus einem Guss gemacht ist, dann ist es, dann steht es auch aus einem Guss da. Und das ist schon das, was mir letztlich, was mir wichtig dunkt bei dieser Aussage, die ich hier machen möchte. Jetzt habe ich mitgekriegt, es gibt noch eine Feuer-Performance am 20. Mai. Was muss man sich da vorstellen? Also das ist der Stefan Hübscher, der das macht mit seinen Skulpturen. Ich habe so etwas schon mal gesehen, ist genial. Er zündet seine Holzköpfe dort mal an. Das klingt ein bisschen brutal, aber das gibt irrsinnige Fratzen mit dem Licht dahinter. Ist einfach super. Das Problem ist eben, wenn es schön bleibt und wenn es regnet, kann man es leider nicht durchführen. Wir hoffen jetzt einfach das Beste.